Shaw sind jetzt. Morcin jetzt. Also muss jetzt aufpassen, sich nicht überlaufen zu lassen. Vollmeier trifft 1:0. Stabels Rosenheim im Nachschuss trifft Maximilian Vollmeier zur Führung des im Vorhinein als Favoriten gekennzeichnet. Gastgebers aus Rosenheim, was sich allerdings im Laufe der Partie als Humbug hinausgestellt hat. Rosenheim führt jetzt aber mit 1:0, schießt, tankt sich weiter durch, der Nachschuss ist dann im Tor. Führung Rosenheim, Vollmeier, das war sein insgesamt 10. Treffer im Laufe der Saison. Hier kommt Beindl in die Schulter ins Gesicht. Das ist das Risiko des Halbvisiers. Schön gespielt und 2:0. Stabuls Rosenheim und Torschütze ist die Nummer 83 ist Vyacheslav Bilek. Ja, und da war nichts mehr zu verteidigen für Albrecht. Schön gespielt von Beidl, der da Bilek sieht. Der mit der Körpertäuschung lässt Albrecht aussteigen und trifft zum 2:0 für die Gastgeber. Vyacheslav Bilek. Arnold auf der Strafbank ausharrt im Kühlerkämmerchen. Das versucht von Bergmann nicht durch. Jetzt sind die Indians wieder komplett. Keine große Gefahr in der Situation für das Tor. Und da ist aber das 3:0 für die Stabuls Rosenheim. Kurz nach Ablauf der Strafzeit ist es wiederholt. Vyacheslav Bilek, der trifft. Zum zweiten Mal heute 3:0. Nummer 83, Bilek. Sehen wir hier den tollen Querpass. Und dann verliert die Hannoveraner Abwehr Bilek komplett aus den Augen. Er stürzt sich dahinter. Arnold aufs lange Eck durch. Der schaut noch kurz, kann aber nicht mithalten. Und so schließt Bilek unhaltbar für Sebastian Albrecht zum 3:0. Für die Stavros Rosenheim ab. Und wieder Lukas Steinhauer. Wahnsinn, unglaublich. Diesen Shoutout hat er sich heute redlich verdient. Jetzt auch nochmal mit diesem Big Save zum Ende dieses Spiels. Steinhauer, kein Empty Netz. Die Partie ist vorbei. Steinhauer hält den Shoutout, hält sich den dritten Shoutout, der sein Sohn 17-18 fest mit einem Wichsel zum Ende der Partie. Aber wie gesagt, wir freuen uns auf die Partie am Sonntag am Pferdeturm, Spiel 2.